Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch mal eine weitere Version vom RP-Glitch zeigen. Mit dieser Variante könnt ihr noch viel schneller und viel mehr RP sammeln. Und ja, dabei spreche ich von ungefähr einem ganzen Level alle 2 bis 3 Sekunden. Voraussetzungen sind die gleichen. Ihr braucht auf jeden Fall, ihr braucht keine MOC. Am besten ist auf jeden Fall eine MOC. Weil ja, mit MOC ist es auf jeden Fall leichter. Wenn ihr keine MOC habt, dann könnt ihr es auch mit einem x-beliebigen anderen Fahrzeug probieren. Das funktioniert mit allen Fahrzeugen. Wie gesagt, ihr braucht auf jeden Fall auch die Attentatsmission von Franklin. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr euch die freischaltet, dann werde ich euch das Video auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung verlinken. Fordert euch einfach den Telefonattentat einmal übers Handy an. Dann werdet ihr so ein Telefonsymbol bekommen auf der Map. Und dort begibt ihr euch dann einfach hin. So, seid ihr dann dort angekommen, dann einfach Steuerkreuz rechts an das Telefon gehen und nun braucht ihr eine bestimmte Mission. Und zwar braucht ihr die Mission der Popstar, so wie es jetzt auch bei mir der Fall ist. Wenn ihr jetzt die Mission nicht haben solltet, dann auch kein Problem, dann müsst ihr einfach die Lobby wechseln und dann einfach nochmal Franklin anrufen und dann müsstet ihr auch irgendwann die Mission der Popstar bekommen. Habt ihr die Mission, dann einfach die MOC anfordern, dann begeben wir uns einmal zur MOC hin. So, wir steigen dann ein und dann müssen wir einmal die MOC abkoppeln, drücken wir den Steuerkreuz nach rechts, koppeln die MOC dann ab und begeben uns dann einmal zur Zielperson. Sind wir dann bei der Zielperson angekommen, müssen wir dann einmal einkeilen. So wie jetzt bei mir im Video, dass die Person einfach mit dem Auto nicht mehr weiterfahren kann. Dann steigen wir einmal aus, ziehen dann die Person einmal aus dem Fahrzeug aus. Manchmal packt das ein bisschen rum, so einfach rausziehen. Ja, ihr könnt das Fahrzeug natürlich noch ein bisschen weiter wegfahren, dass die Person noch nicht mehr einsteigt, aber im Normalfall sollte sie da eigentlich nicht mehr einsteigen. Das Wichtigste ist jetzt auf jeden Fall, dass die Person nicht stirbt. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Wir begeben uns wieder zur MOC. Und ja, jetzt gibt es da auch so einen kleinen Timing-Part, würde ich sagen. Jetzt nicht unbedingt, aber ihr müsst halt die genau richtige Position zu finden. Und zwar müsst ihr einfach mit dem Vorderrad, mit dem rechten Vorderreifen am besten einfach auf dem Oberkörper so drauf fahren, so dass er dann die ganze Zeit unter der MOC liegen bleibt. So wie jetzt bei mir der Fall. So ist auf jeden Fall perfekt. Und jetzt seht ihr schon oben. Jetzt bekomme ich immer ein neues Level. Ich bin jetzt Level 807. 2-3 Sekunden später. Jetzt bin ich Level 808. Jetzt bin ich schon Level 809. Und ja, das könnt ihr jetzt die ganze Zeit permanent so durchlaufen lassen, solange die Mission noch läuft. Bei mir unten rechts wären das jetzt noch 10 Minuten und 17 Sekunden, könnte ich das jetzt noch durchlaufen lassen. Und ja, ich denke mal, in dieser Zeit könnte ich mir auf jeden Fall noch so gut 100 Level machen oder so. Wie ihr seht, das geht wirklich sehr, sehr zügig. Ich bin jetzt schon Level 814. Das ist eigentlich so der einzige Part, den ihr so dann hitten müsst. Wie gesagt, einfach am besten mit dem rechten Vorderreifen auf dem Oberkörper langsam drauf fahren, wirklich langsam, ihr darf nicht sterben. Und dann bleibt er die ganze Zeit unten drunter liegen und ihr seht, ich kriege weiterhin immer mehr Level. Alle 2 bis 3 Sekunden könnt ihr dann ein Level machen. Ich denke mal, wenn ihr noch ein bisschen tiefer seid, Level 100 oder sowas, ich denke mal, dann werdet ihr noch schneller leveln. Das kann ich euch aber jetzt nicht genau sagen. Und macht das auf jeden Fall auf eigene Verantwortung, weil ich weiß nicht, ob man dafür gebannt oder geresettet werden kann. Ich gehe mal nicht davon aus, aber ja, bei Rockstar weiß man ja nie. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.